für Gesundheit, Haushalt und Garten. Also auf der Einladung von unserem Newsletter steht ja Einführung in den Bereich effektive Mikroorganismen. Das machen wir natürlich. Also das ist halt eben jetzt in dem Bereich, gehe ich alles mal ein bisschen schneller durch wie sonst, weil bei den Stammtischen, die ja jeden ersten Montag im Monat sind, sind ja dann immer spezielle Themen. Also für jedes Thema, wo man hier sieht, und es gibt ja auch noch andere im zusätzlichen Bereich, über Wasser, da ist ja manchmal Stoß, da der Spezialist, der da über Wasser Vorträge hält, aber auch im Säure-Basen-Bereich oder auch im Ernährungsbereich, da haben wir natürlich dann immer spezielle Vorträge, die dann immer so 1,5 bis 2 Stunden dauern, bei den Stammtischen, wo man sich dann halt eben noch ein bisschen spezieller informieren kann. Heute geht es so mehr um im Schnelldurchlauf mal, weil sonst würden wir heute Nacht um 12 noch da sein. Suggeriert über die Medien, Fernseh, Zeitung, wir kennen den multiresistenten Staphylococcus aureus, den Krankenhauskeim, wir kennen viele krankmachende Bakterien und die Mehrheit, glaube ich, der Bevölkerung glaubt, dass Mikroorganismen böse sind, dass die unsere Feinde sind. Und ich möchte einfach ein bisschen vermitteln, in den 15 Jahren hat sich das gezeigt, dass genau das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Mikroorganismen sind unsere Freunde und ohne Mikroorganismen könnten wir nicht leben. Und das sieht man auch an diesem Diagramm hier, wenn es ein bisschen nach rechts wäre, würde man es besser sehen. Es ist so, es gibt seit mehr als 3 Milliarden Jahren gibt es Mikroorganismen, also 3,6, wenn man genau sieht. Wenn man es genau sagen will. Wenn man das ungefähr mal abschätzen würde, ist es ungefähr von der Wand bis hierher. Also so einen langen Zeitraum gibt es Mikroorganismen. Und wer weiß, hier sieht man es leider nicht, oder nur kurz, wer weiß, wie lange es den Menschen auf diesem Planeten gibt? 200.000. Genau, 200.000 Jahre. Also 3,6 Milliarden Jahre gibt es Mikroorganismen. Seit 200.000 Jahren gibt es erst Menschen und also den Homo sapiens, den mit Weisheit begabten Menschen. Wenn man jetzt sich jetzt so umschaut, was momentan auf der Welt passiert, fragt man sich, ob dieser Begriff Homo sapiens, der mit Weisheit begabte Mensch, ob das überhaupt zutrifft. Also ich glaube es manchmal nicht. Aber so einen langen Zeitraum gibt es Bakterien und uns nur 200.000 Jahre. Und wir als Mensch glauben, dass Bakterien was Böse sind, obwohl diese Bakterien für uns überhaupt erst ermöglicht haben, dass wir hier leben können. Also wir hätten ohne diese Bakterien, was haben sie als erstes gemacht, außer dass sie sich vermehrt haben oder geteilt haben, was genau sagen, was haben sie als erstes gemacht? Sauerstoff produziert. Und ohne diesen Sauerstoff, den die Bakterien für uns produziert haben, könnten wir nicht leben. Also wir hätten hier keine Luft zum Atmen, weil diese Mikroorganismen eben Sauerstoff produziert haben. Die meisten sind heute mit dem Auto gekommen. Ohne Mikroorganismen gäbe es kein Öl, also dementsprechend auch kein Benzin. Wir könnten also kein Auto fahren, wenn wir keine Mikroorganismen hätten. Wir hätten keinen Boden, also keine Erde, keinen Humus, auf dem gesunde Pflanzen wachsen würden. Ohne Bakterien wäre das nicht möglich. Wir kommen ja nachher noch ein bisschen dazu im Gartenbereich, wie wichtig hier die Mikroorganismen sind. So könnte man das unbegrenzt weiterführen, also von der Schokolade bis zum Asphalt, Autoreifen, alles was mit Nahrung zu tun hat, Pflanzen, Tiere, Mensch, es gäbe ohne Bakterien, gäbe es uns einfach nicht. Und wir können nicht untereinander eine Symbiose eingehen. Photosynthesebakterien produzieren Sauerstoff und nehmen praktisch das als Nahrung auf, was wieder andere Bakterienstämme produzieren. Also dadurch entsteht eine Symbiose, ein Kreislauf, wo keiner dem anderen schadet, was tut, sondern wo einer von dem anderen praktisch was produziert wird. Also wer schon mal mit Mikroorganismen gearbeitet hat, weiß, dass das eigentlich nicht so im großen industriellen Stil geht. Das sind alles Lebewesen. Das möchte ich euch ja heute auch ein bisschen näher bringen, dass wir es also nicht mit irgendwas Totstofflichem zu tun haben, sondern mit Lebewesen. Und die Lebewesen mögen es natürlich am liebsten, wenn sie auch ein wenig streichelt werden, wenn man ihnen gut zuredet. Das ist bei Menschen oder bei den Tieren nicht anders.
was wir auch machen. Und deswegen können wir nichts Industrielles machen. Also es ist einfach deswegen, haben wir uns Manufaktur gewählt und natürlich auch deswegen, weil wenn man mal so googelt unter dem Begriff EM, steht ja immer effektive Mikroorganismen. Also EM steht als Abkürzung nicht nur für die Europameisterschaft, was jetzt im Handball war, sondern steht auch für effektive Mikroorganismen. Und dieses Kürzel hat sich auch irgendwie eingebürgert. Und man hat gesagt, okay, Eusenheimer Manufaktur, EM, Anantarium, beeinflusst den Cholesterin, spiegelt positiv, der Salivarius, der ist besonders in dem Mund ganz wichtig, vielleicht Mundschleimhaut, hier auch wieder Mundbereich, bei Karies wirkt er entgegen. Also das sind alles bekannte wissenschaftliche Aussagen. Also das ist alles wissenschaftlich hinterlegt. Also das ist nicht nur von mir, sondern es ist einfach so, dass man weiß, diese verschiedenen Bakterienstämme, also die Bifidobakterien, Bifidium zum Beispiel, sehr positiv im Immunsystembereich und so weiter. Also Sie sehen, Calciumaufnahme, wie wichtig diese Mikroorganismen hier einfach sind. So geht es weiter, hilft schwer verdauliche Substanzen zu verarbeiten, verbessert die Darmtätigkeit, kann das Auftreten von Durchfällen, also auch von Verstopfungen regulieren. Und, wir haben ja viele Menschen, die zu uns kommen, weil sie eben entweder Verstopfungen haben oder Durchfall, die wieder Daten enthalten, dass man sich das einfach mal als Zahl sind, 1 Billion Mikroorganismen. Also in 1 Millimeter Dateninhalt 1 Billion Mikroorganismen. Wer weiß ungefähr, wie viel, wenn man das mal umrechnet auf Kilo, wie viel Kilo so an Mikroorganismen im Darm sind. Genau. Der Krieger hat mir das Buch geschrieben, der weiß das. So 1,5 bis 2,5 Kilo, also 2 bis 2,5 Kilo. Also wir haben 400 verschiedene Stämme im Darm. Wir als Eusenheimer Manufaktur haben ungefähr 80 verschiedene Stämme in unserem Pro-Top. Getränken und in dem Bereich Kapseln und Tabletten haben wir ungefähr 80 verschiedene Stämme. Im Darm selbst sind 400. So in einem, wenn Sie einen probiotischen Joghurt essen, da sind meistens so 1 bis 3 in der Regel drin. Nur, dass Sie mal den Unterschied sehen. In unserem Speichel, was da sehr wichtig ist, Verdauung beginnt im Mund. Also da muss die erste Arbeit schon gemacht werden, dass wenn Enzyme schon produziert. Da spielen die Bakterien eine ganz große Rolle. Das sind auf einem Millimeter Speichelinhalt 1 Milliarde Mikroorganismen. Auch hier unzählig viele. Und auf der Haut sind 100 Billionen, auch auf einem Millimeter. Und auf der Haut zum Beispiel haben die Mikroorganismen in erster Linie die Aufgabe, und zwar Eindringlingen, ich sage es jetzt mal, überspitzt, und zwar Eindringlinge zu schützen. Bakterien vermehren sich oder teilen sich innerhalb von 20 Minuten. Also innerhalb von 20 Minuten wird aus einem 2, aus 2, 4 und so weiter. In Landwirtschaft und Ernährung die wichtigste Grundlage für die menschliche Gesundheit ist. Also wir müssen eben aus dem, was angebaut ist, davon ernähren wir uns. Und der Boden ist das Wichtigste. Und ich sage immer, Gesundheit fängt am Boden an. Auch bei den Messungen, die wir machen, mit diesem Bioscan, wo wir eben feststellen können, wo ist ein Mangel, wo fehlt es an Spurenelementen, Vitaminen und so weiter, sehen wir, dass eben unwahrscheinlich viel da fehlt und dass die Böden unwahrscheinlich wichtig sind. Und das ist eben die Grundlage für unsere Ernährung. Aber wir wissen auch, dass die Landwirtschaft und auch der Gartenbau eben auch Ursache für viele Krankheiten sind, weil halt eben in den heutigen Lebensmitteln teilweise viel zu wenig Vitamine, Spurenelemente und so weiter sind. Und jede Krankheit hat eben auch ihre Ursache in dem Mangel. Das kommt überwiegend durch falsche Bodenbearbeitung, extensive Landwirtschaft, Monokulturen. Die vernichten eben den Boden bzw. die Bodenlebewesen und damit werden eben Wüsten produziert. Wir sind ja auch in Kenia, in anderen Ländern, Dänisch, Lettland, wo wir einfach sehen, was die industrielle Landwirtschaft eben in diesem Bereich anrichtet. Und wir sehen eben auch bei den Messungen zum Beispiel,
wie stark die Menschen pestizidbelastet sind, wie stark Schwermetallbelastung sind. Und das kommt halt eben sehr stark über die Ernährung, weil hier in diesem Bereich halt wirklich Roundup, Glyphosat, viele Pestizide einfach auf die Pflanzen gesprüht werden und wir sie dann eben auch wieder aufnehmen. Und das ist natürlich eben auch ein großes Problem für die Zukunft, hier einfach das zu minimieren oder ganz abzustellen. Und da haben wir eben mit den Mikroorganismen eine Lösung. Und wenn das eben der Fall ist, dann können wir es kombinieren. Und wir machen das auch nicht so wie in anderen Bereichen, dass es innerhalb von einer Woche im Endeffekt durchfermentiert wird, sondern das läuft über 18 Monate. Also wir lassen praktisch die Turbinambur 18 Monate mit diesen Mikroorganismen reifen. Und das Besondere bei diesem Prozess, das nennt man Fermentation, das wird unter Sauerstoffausschluss wird das gemacht, ist, dass die Mikroorganismen eben während dieses Vorgangs nicht nur die Pflanze auf natürliche Weise haltbar machen, sondern ohne Erhitzen, das ist eben auch noch das Besondere, sondern dass in dieser Zeit der Reifung viele Enzyme produziert werden durch die Mikroorganismen, dass sehr viele Vitamine neu entstehen, dass die Pflanze aufgeschlossen wird, also für den menschlichen Körper dementsprechend schon, ich sag mal, wie eine Art Vorverlauf wird. Und das macht unwahrscheinlich viel aus. Also es ist immer die Kombination aus Ballaststoffen, da Immunität besonders gut und den Aufbau von Mikroorganismen. Dass man jetzt Bakterien oder ja, Bakterienstämme für so viele Bereiche einsetzen kann, also Landwirtschaft, Gesundheit dementsprechend. Warum funktioniert es? Dieser Professor Jäger hat eben festgestellt und andere Wissenschaftler auch, es gibt im Endeffekt auf unserem Planeten, wenn man jetzt mal von 100% Bakterien ausgeht, gibt es im Endeffekt 3% Mikroorganismen, die aufbauend tätig sind, also Lactobacillen, Bifidobakterien und so weiter, und es gibt 3% abbauende Mikroorganismen. Der Rest, 94%, den geht immer dahin, wo die Stärkeren sind, also ähnlich wie auch bei manchen Bewegungen, die irgendwo in Ländern entstehen, immer da, wo der Stärkere ist, tendiert das Volk hin, also die anderen hin. Ähnlich ist es bei den Mikroorganismen. Das heißt also, wir machen nichts anderes als eine Milieuverschiebung. Also 3% Pathogenkeime, 3% aufbauende Keime, der Rest tendiert immer zu den Stärkeren. Wenn wir jetzt das schaffen, das Milieu ins Positive zu bringen, dann haben krankmachende pathogene Keime einfach keine Chance. Die können sich nicht festsetzen. Umgedreht natürlich genauso. Wenn man jetzt diesen Krankenhauskeim sich mal anschaut, den MRSA, dann ist es so, dass in den Kliniken versucht wird, diesen Keim mit Gewalt kaputt zu machen. Also der Keim verursacht ja viele Krankheiten. Hunderttausende Menschen erkranken jährlich an diesem Keim und es ist über 10.000 sterben auch daran, mehr wie bei Ebola sogar. Und, aber sie bekommen diesen Keim nicht in den Griff. Und warum ist es so? Ich habe vorhin gesagt, innerhalb von 20 Minuten teilt sich ein Keim. 20 Minuten später der nächste und so weiter. Jetzt im Krankenhaus ist es so, es wird desinfiziert mit allen möglichen Desinfektionsmitteln, es wird Antibiotika eingesetzt, aber der Keim, wenn angegriffen wird, das war mal eigentlich ein harmloser Keim, wird resistent. Also er gibt ja immer wieder an die nächstfolgende Generation die Information weiter. Und wird dann irgendwann nach der dritten, vierten, fünften Generation, das sind ja nur ein paar Stunden, wird dieser Keim resistent und wir können mit Desinfektionsmitteln, mit Antibiotika nicht mehr gegen ihn Herr werden. Wenn man jetzt hergehen würde, und das wird in den asiatischen Ländern teilweise gemacht, dass man sagt, okay, wir gehen einfach auf eine Milieuverschiebung. Wir bekämpfen diesen Keim nicht mehr, der ja irgendwann aggressiv wird und sagt, der böse Mensch greift mich an, also muss ich gegen entwickeln. Wenn wir hergehen würden, würden das Milieu verschieben. Also indem wir jetzt sagen, wir bringen viele Bakterienstämme, die ich vorhin gezeigt habe, aus
Krankenhäusern, so wird es gemacht in den asiatischen Räumen, dann hätten wir im Endeffekt ein anderes Milieu. Pasteur hat schon gesagt, der Keim ist nichts, das Milieu ist alles. Also wir müssen im Endeffekt nur milieuverschieden arbeiten. Und genau so arbeiten wir, indem wir sagen, egal in welchen Bereichen, wo Probleme entstehen, bringen wir so viel wie möglich aufbauende Mikroorganismen aus. Dadurch sind die Plätze besetzt. Pathogene, krankmachende Keime können einfach hier nicht sich entwickeln, können nicht entstehen, weil die Übermann die positive gewonnen haben. Und, Entschuldigung, darf ich dazu was sagen? Dass wir wissen, mittlerweile ist das wissenschaftlich alles erwiesen. In Amerika gibt es eine große Chemiefirma, die damit schon Geld machen will. Die hat untersucht in mehreren Jahren, dass Kinder, die im Darm zu Beginn, also ihres Lebens, in den ersten Lebensjahren, wenn da bestimmte Darmbakterien drin sind, also so gut wie wir hier mitarbeiten, dann ist erwiesen, dass diese Kinder kein Asthma kriegen. Und bei denen das nicht stimmt, die entwickeln alles Asthma. Und das ist wirklich über mehrere Jahre bewiesen worden, war im Internet. Und die arbeiten jetzt mit Apple sogar zusammen. Und Leute über eine App können sie erfahren, wie gesund sie sind. Und dann können wir den Doktor ausschalten. Da können die Leute das. Und natürlich, wenn man mit den Produkten arbeitet, ist das noch besser. Ja, also das ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen. Und ich habe auch diese Aussagen, aber ich habe einen Naturarzt schon gefunden. Also es ist schon bekannt, nur viele wissen es halt nicht und die Ärzte, die sagen auch, was du da gelesen hast. Ja. Kennen wir ja die Argumentation. Ja. Ne? Ja. Danke, das war die Dame mit so wenig Rouge. Ja. Aber ich habe es einmal mitgeschnitten. Ne? Sauerkraut, klar, ich weiß nicht, ob jeder weiß, dass da Bakterien eine Rolle spielen, also die Älteren auf jeden Fall, dass hier eben die Milchsäurebakterien eine große Rolle spielen. Bei der Herstellung von Sauerkraut. Viele wissen aber nicht, dass Kraut selbst eigentlich sehr wenig Vitamin C hat und jeder weiß, dass Sauerkraut unwahrscheinlich gut für die Darmflora ist und sehr viel Vitamin C enthält. Also während dieses Reifungsprozesses bauen die Mikroorganismen praktisch Vitamin C in das Kraut ein. Hier stehen eben bei den Bifidobakterien, produzieren für uns lebenswichtige Vitamine, vor allen Dingen B-Vitamine, Folsäure, Thiamin, unterdrücken Krankheitskeime, also auch in dem Bereich Haushalt als zum Putzen, also Bakterien putzen auch, sage ich nachher noch ein bisschen was dazu, oder gerade wenn es dann eben Darmaufbau und so weiter geht, spielen die eine wichtige Rolle, dass eben krankmachende Keime unterdrückt werden. Hilft bei Reizdarmsyndrom, Entzündung, schützt vor Allergien und wer das Buch auch gelesen hat, weiß, dass unsere Darmbakterien unsere Zellen trainieren. Also unser Immunsystem hängt sehr stark eben, von den Mikroorganismen im Darm ab und deswegen ist es eben auch unwahrscheinlich wichtig. Besonders, wir haben es immer mit Lebewesen zu tun, kommunizieren untereinander, sind extrem anpassungsfähig, es gibt sie in den tiefsten Schichten des Meeres, es gibt sie auf den höchsten Bergen, es gibt in der Antarktis, überall gibt es Bakterien, die sich ihrem Umfeld angepasst haben. Es sind in allen Lebensbereichen anzutreffen, also Milieu, versuchen das ökologische Gleichgewicht gesund zu halten, das ist ihre Aufgabe, sie versuchen uns im Endeffekt gesund zu halten, sind unsere Freunde und nicht unsere Feinde und das müssen wir einfach verstehen und begreifen. Schaffen einen natürlichen Kreislauf, alles was aus dem Boden kommt, muss wieder in den Boden zurück. Und da spielen Bakterien von Anfang bis zum Ende eine ganz große Rolle. Also wir würden im Müll ersticken, hätten wir keine Bakterien. Und auch wir haben schon Bakterienstämme, die dann, wenn wir mal nicht mehr da sind, uns verkompostieren. Auch das ist die Aufgabe. Die haben wir auch schon in uns jetzt. Die dürfen nur nicht die Überhand gewinnen. Also wir müssen einfach immer auf unser Milieu schauen, dass die Bakterien, die uns verkompostieren wollen, einfach noch unten gehalten werden, bis wir dann so 100, 110 sind. Dann kann man sagen, jetzt könnt ihr loslegen. Können Gifte und Fäulnis abbauen. Also gerade im Gartenbereich, im Darmbereich wirkt es unwahrscheinlich, um Fäulnis zu eliminieren, abzubauen. Konservieren Pflanzen, das habe ich vorhin gesagt, Fermentation nennt man das, machen Pflanzen auf natürliche Weise haltbar. Und das ist genial gut.
weil wir haben da keine Probleme, was Haltbarkeit angeht. Und wir müssen nicht erhitzen, also die vollen Vitamine, Spurenelemente ist alles noch drin und sogar verstärkt. Wirken antioxidativ, also das ist das Gegenteil von Oxidation. Wer schon mal einen Apfel aufgeschnitten hat, und das haben ja alle gemacht, merken, wenn der ein paar Minuten oder eine halbe Stunde liegt, wird dieser Apfel braun. Das ist ein Oxidationsprozess. Wenn wir unsere Topinambur verarbeiten, dann ist die auch weiß wie ein Apfel. Wir maischen das und nach einer gewissen Zeit ist es braun. Oxidation. Jetzt geben wir unsere Mikroorganismen dazu. Nach 2-3 Stunden sind die komplett wieder weiß. Also dieser ganze Oxidationsprozess ist praktisch komplett in die aufbauende Antioxidation in diese Richtung gekehrt und das über Monate. Also das bleibt über Monate stabil hell. Also dadurch sehen wir auch an ganz einfachen Beispielen, wie Oxidation und Antioxidation passiert. Und genau das passiert eben dann auch bei uns in unserem Körper. Alles, was oxidativ ist, ist Alterungsprozesse und deshalb wirkt antioxidativ, gerade auch so im Krebsbereich, ganz wichtig. Können die Elektrolyse, also Säure-Basenhaushalt, positiv beeinflussen, sage ich nachher noch was dazu, produzieren eigenständig Vitamine. Mineralien, Enzyme ersetzen bei der Körperhygiene chemische und synthetische Stoffe. Also warum nicht mit Bakterien sich mal waschen, auf die Haare geben, Vollbad mit Mikroorganismen. Das ist richtig wunderbar. Ersetzen in Landwirtschaft, Gartenbau, Kunstdünger, also in Landwirtschaft und Gartenbau, Kunstdünger und Chemie und Gentechnik. Ich lese das Landwirtschaftliche Wochenblatt, das ist so das Konventionelle im Bauernbereich. Und da waren wir drin gestanden, wir brauchen keine Gentechnik, wir haben effektive Mikroorganismen. War aber ein Leserbrief, also ist nicht die Meinung, der Agrarlobby. Sind Biomasse und Ursprung unserer Schöpfung. Ich würde jetzt ein kleines Beispiel zeigen. Beispiel Vitamin B12, ich habe das B12 deswegen rausgenommen, weil viele einfach sagen, okay, B12 geht meistens nur über Fleisch, also nicht so über pflanzliche Ernährung. Hier einfach mal, um zu zeigen, wie wichtig Vitamine sind, wenn man einen B12-Mangel hat, kann es von unten nach oben Darmprobleme geben, gebinderte Sehkraft, Blutarmut, Entwicklungsstörungen bei Kindern, Unfruchtbarkeit, Osteoporose kann mit B12-Mangel zu tun haben und so geht es eben hoch bis MS und Parkinson nur durch diesen Mangel. Und den Mangel kann ich ja schon Jahre haben und den Mangel haben Fleischesser und Nicht-Fleischesser. Also das ist inzwischen wirklich so, auch das sehen wir bei unseren Messungen, das hat gar nichts damit zu tun oft, ob jemand Fleisch isst oder nicht. Es hat mehr damit zu tun, auf welchen Böden sind die Pflanzen gewachsen, beziehungsweise ist meine Darmflora in Ordnung.